Und wir haben geträumt von einem Haus für alle Generationen, das so einen Brückenschlag ermöglicht zwischen Museum und diesem Haus, also der Kirchengemeinde, der Stadt, allen Menschen der Umgebung, so ein kulturelles Zentrum. Und dann haben wir einen Verein gegründet und der Verein heißt Förderkreis Altes Gemeindehaus, früher hieß er nochmal anders. Und das Ziel des Vereins war, dieses Haus wieder aufzubauen. Und wir haben inzwischen so etwa 25 Mitglieder. Wir arbeiten hier alle im Verein mit und haben daher auch keinen Vereinsbeitrag. Unser Vereinsbeitrag ist einfach die Hilfe im Verein, Hilfe am Haus, Hilfe bei Veranstaltungen. Also hier gibt es inzwischen jede Menge Veranstaltungen. Wir haben regelmäßig Kinoabende einmal im Monat. Wir haben hier einen Lesekreis. Weil ja die Bibliothek geschlossen hat, haben wir jetzt auch überlegt, dass wir so eine Buchausleihe dann hier mit installieren. Es gibt Spieleabende zweimal im Monat. Wir haben für den Heimatverein stellen wir das Haus immer bereit. Und einmal in der Woche ist hier ein Singkreis. Dann haben wir hier ein eigenes Musikensemble, das probt mal an verschiedenen Orten, aber zu Vernissagen, die haben wir auch, und Ausstellungen. Und da werden dann immer zur Eröffnung singt der Chor, spielt das Ensemble. Das ist schon durchaus was Besonderes und das sagen auch viele Leute, die ins Haus reinkommen, dass dieses Haus eine besondere Ausstrahlung hat. Aber es ist nicht nur das Haus, sondern es sind auch die Mitglieder. Und wir haben ja einen Slogan, wer etwas hat, soll geben, wer etwas braucht, soll bekommen. Und das war einfach auch so die Voraussetzung für den Weiterbau dieses Hauses. Und es gibt immer mal verschiedene Leute, die was haben und immer mal verschiedene Leute, die auch was bekommen sollten. Das ist so schön, wenn die Leute einfach mit einem Lächeln hier rausgehen. Also das kommt so wieder zurück. Dass es hier sowas gibt, so viel Gemeinschaft und so viel Herzlichkeit, das ermutigt mich immer wieder.